Das Warten hat ein Ende. Heute beginnt sie, die Fußball-Europameisterschaft, mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Deutschland und Schottland in München. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann steht nach den enttäuschenden WM- und EM-Turnieren der vergangenen Jahre besonders unter Druck. Nagelsmann forderte in der Pressekonferenz gestern, dass Deutschland den Heimvorteil nutzt und vereint die Nationalmannschaft nach vorn peitscht. Auch im Stadion. Anpfiff der Partie in der Münchner Arena heute um 21 Uhr. Ich will, dass wir als Land vereint sind, hinter der Nationalmannschaft uns nach vorne peitschen. Wir brauchen das im Stadion, das ist extrem wichtig. Wir müssen den Heimvorteil, den wir haben, auch irgendwie nutzen und da brauchen wir alle. Deswegen bitte morgen wirklich sehr, sehr laut sein. Ich freue mich zwar, wenn ich die Spiele erreiche, aber morgen drücke ich auch mal ein Auge zu, wenn es nicht so ist, weil es sehr laut ist im Stadion. Mir persönlich geht es sehr gut, danke. Ich saß vorhin im Bus und habe kurz meinem geschätzten Kollegen Benjamin Glück eine WhatsApp geschrieben, obwohl er direkt neben mir saß, weil ich wollte meine gute Playlist nicht unterbrechen für ein Gespräch. Deswegen habe ich ihm geschrieben und habe gesagt, dass es schon irgendwie verrückt ist. Ich komme aus dem 700-Seelendorf und er, glaube ich, aus, ich will es nicht falsch sagen, aber ich sage mal 1200 Einwohner. Beide Ortschaften haben mehr Kühe wie Einwohner. Und jetzt haben wir morgen das Eröffnungsspiel der Heim-EM in München, zu dem wir angereist sind. Das ist schon ein sehr besonderes Gefühl, das ist emotional, klar. Das bewegt einen. Aber es ist große Vorfreude. Ich bin natürlich auch ein bisschen nervös, aber das ist jetzt nicht dramatisch, weil ich auch vor jeder Mathe-Schulaufgabe. Da hat es nicht so oft geklappt. Ich hoffe, morgen wird es besser und bin ganz guter Dinge.